Wir haben schon oft auf diesen Gap geschaut und dachten uns, hier zwischen den beiden Punkten eine Highline zu riggen. Für uns beide die exponierteste, alpinste Highline, die wir versuchen aufzubauen. Für mich ist gerade pure Vorfreude, aber auch eine ziemliche Anspannung dabei. Es ist einfach so eine Situation auf dieser Slackline, wo alles in meinem Körper, jede Zelle mir sagt, es ist nicht der richtige Ort für dich. Für mich die größte Challenge, das erste Mal rausrollen, mich selber sozusagen dem Sog der Tiefe ein bisschen hingeben. Man muss alles aufgeben und hat nur noch dieses kleine Band vor sich.